Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Guten Abend, es ist Zeit für Auf ein Bier mit und es ist Zeit für den neuen Oberbürgermeister von Ellwangen, Michael Dambach. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Zum Wohl an Sie. Zum Wohl an Sie und herzlich willkommen natürlich auch an Sie. Schön, dass Sie hier bei uns sind, Burg Katzenstein in Dischingen. Schön, dass Sie da sind. Zum Wohl. Zum Wohl. Ihr Vorgänger. Ist immer gut, mit dem Vorgänger einzusteigen, ne? Mhm. Der war 16 Jahre lang Oberbürgermeister von Ellwangen. Wie groß sind die Fußabdrücke, die Sie jetzt auffüllen müssen? Also die Fuß- oder die Schuhgröße war, glaube ich, jetzt gleich. Insofern haben wir uns da nicht großartig verändert. Aber gefühlt ist er viel kleiner als Sie, oder? Ja, das tue ich Ihnen wahrscheinlich unrecht. Ein wenig, ja. Aber die Schuhgröße müsste ähnlich groß sein. Herr Hitzebeck, ich meine nur die Körpergröße, ne? Nicht, dass Sie, also wirklich nur die Körpergröße. Dadurch wäre schon ein Marathonläufer, ich würde wahrscheinlich nicht mal ansatzweise das schaffen, was er an Wegstrecke schafft. Insofern, nee, also die Fußstapfen sind groß, keine Frage. Wie schwierig ist es denn tatsächlich, so ein Amt nach so einer langen Vorlaufzeit des Vorgängers zu übernehmen? So schwer ist es gar nicht. Dahingehend, ich war jetzt selber 10 Jahre Bürgermeister in einer anderen Gemeinde, kenne daher so ein bisschen die Verfahrensabläufe und was so auf einen zukommt. Und die letzten, ich bin jetzt 5 Wochen quasi im Amt, ging so schnell an mir vorbei, weil eben jetzt Tagesthemen auftreten, weil ich mich in verschiedene Themengebiete jetzt richtig schön einarbeiten kann. Und ja, also man merkt, es steht schon viel an. Mein Vorgänger hat viele wegweisende Projekte eingeleitet und jetzt gilt es, dieses in den nächsten Jahren dann auch umzusetzen. Und ich sage einfach mal, die Fußstapfen, die da sind, sind groß. Und jetzt versuchen wir einfach diese Fußstapfen, eigene Fußstapfen, gemeinsam mit Verwaltung, mit Gemeinderat, das in diesem Sinne so weiterzumachen, dass wir dann eigene neue Fußstapfen dann hinterlassen, die hoffentlich wegweisend sind und auch für die Stadt dann auch gewinnbringend. Ist es denn ein Vorteil für Ihre Arbeit als Oberbürgermeister oder ein Nachteil, dass Sie selbst ja Kind dieser Stadt sind? Sie sind da geboren, Sie sind da aufgewachsen. Man kennt Sie da. Ja, wobei man dazu sagen muss, fairerweise, ich habe dort die Schule besucht, habe dort meinen Wehrdienst auch abgeleistet, war quasi 10 Jahre jeden Tag in Ellwangen, bin dort geboren, ja, das stimmt, war jetzt aber auch nahezu fast 20 Jahre weg. Und klar war dann natürlich immer wieder so ein bisschen der Kontakt noch da, Freundeskreis, Bekanntenkreis, hat man dort auch gepflegt. Aber der Drang Richtung Stuttgart oder der Drang in die große, weite Welt, also ich war trotzdem politisch innerhalb... große, weite ja, Welt, genau, ja. Richtig. War dann schon da in den jungen Jahren und für mich ist es momentan wirklich so ein Stück wie Heimkommen. Und es ist schön, dass man jetzt eigentlich wieder alte Weggefährten wieder trifft, 20 Jahre später. Etwas älter, der eine mit mehr grauen Haaren, der andere hat weniger. Aber es ist so, dass man sich insofern etwas leichter tut, weil man die Mentalität der Menschen kennt, weil man die Stadt an sich kennt. Also es ist ein Vorteil? In dem Fall ist es ein Vorteil. In welchem Fall ist es ein Nachteil? Da steckt noch was drin, Sie wollen noch was nicht verraten. Nein, es gibt doch keine Nachteile. nein, dadurch, dass man, wie gesagt, mit dem einen oder anderen auch schon längere Zeit auch befreundet ist, gibt es dann natürlich dann auch die ein oder anderen Bekanntschaften, die vielleicht für den einen oder anderen, wie soll man sagen, also man kommt als Oberbürgermeister und das Erste ist, hey du, wie geht's dir so? Man hat bei manchen nicht die Distanz, die man vielleicht manchmal bräuchte in diesem Amt, wenn man einen Jugendgefährten mal wieder trifft, aber das sind jetzt die Herausforderungen der Zukunft insofern. Wobei das jetzt wirklich keine Nachteile in dem Sinne eigentlich auch sind. Und privat ist es tatsächlich so ein Nachhausekommen für Sie? Absolut, ja. Also wir sind schon in der Zeit, als ich jetzt Bürgermeister in der Gemeinde Bülertan war, immer wieder nach Ellwangen gekommen, haben da das Wellenbad immer wieder mal besucht, das ich jetzt, sag ich mal, mit mehr Aufmerksamkeit wahrscheinlich dann besuchen werde. Wir sind eigentlich regelmäßig Kunde in der Stadtbücherei immer schon gewesen, waren regelmäßig auf dem Wochenmarkt.
man hat vieles schon im Vorfeld eigentlich gekannt. Und wie gesagt, jetzt kommt man als Oberbürgermeister in diese Stadt quasi zurück und erlebt das Ganze noch in einer ganz anderen Form. Also wenn man jetzt durch die Stadt geht, kennen einen die Leute. Ist auch ein schöner Moment momentan, dass man gegrüßt wird von Jung und Alt. Also das sind so Dinge, wie man sich's manchmal gar nicht vorstellen kann. Der Weg durch die Stadt dauert jetzt wahrscheinlich länger als vorher, oder? Es geht, ja. Man bleibt an der einen oder anderen Ecke etwas länger hängen, das stimmt schon. Gehen Sie jetzt noch ins Wellenbad? Also seit ich Oberbürgermeister bin, nein, ich vermeide derzeit Bilder in Badehose. Ja. Also es ist ein privates Nachhausekommen. Mhm. Was mögen Sie, ich weiß, dass ich bei der Frage mich jetzt 10 Minuten zurücklehnen kann, ich stelle sie trotzdem, was mögen Sie denn an Ellwangen? Ellwangen hat dahingehend einen gewissen Charme. Wir sind Kleinstadtperle, einer von 12 Städten, die diesen Titel tragen dürfen. Und Ellwangen hat noch diesen Charme. Es hat einerseits städtische Qualität, hat aber andererseits eine wunderschöne Landschaft, wunderschöne Seen, eine wunderschöne Gegend, viel Historie, die uns dort begegnet. Wir haben eine unglaublich schöne Innenstadt, die, sag ich mal, wenn man da reinkommt, jeden, der da eigentlich reingeht, der fragt sich, wow, es war mir so gar nicht bewusst, dass es so eine wunderschöne Innenstadt gibt. Klingt jetzt ein bisschen nach Touristenführer. Insofern mal losgelöst von den Prospekten. Was mögen Sie ganz persönlich? Welcher ist Ihr Lieblingsort in Ellwangen? Der Lieblingsort von mir ist eigentlich mittendrin auf dem Marktplatz. Warum? Weil da einerseits, gerade der Wochenmarkt, weil dort die Leute zusammenkommen. Es gibt da so eine kleine Espresso-Ecke, an der man verweilen kann. Man trifft einfach Leute, man ist im Gespräch. Es gibt für die Kinder so ein bisschen eine Spielecke, wo man sie dann auch mal 10, 15 Minuten mal unbesorgt mal spielen lassen kann. Hat dann selber Gelegenheit, einfach, wie gesagt, den Austausch da ein bisschen dazu zu haben mit den Leuten. Und einfach schon dann das Ambiente drumherum. Es ist einfach schön, es ist einfach gemütlich. Es ist wie ein zweites Wohnzimmer eigentlich. So kann man es eigentlich titulieren. Das heißt, am Samstagmorgen, wenn ich was vom Oberbürgermeister brauche, ab auf den Wochenmarkt. Ab auf den Wochenmarkt, genau. Und dann zum Espresso-Stand. Was mögen Sie nicht an Ellwangen? Was mag ich nicht an Ellwangen? Momentan unsere finanzielle Situation, die nicht schlecht ist, aber die besser sein könnte. Wir haben eine relativ schon beträchtliche Pro-Kopf-Verschuldung, die aber durch die guten Gewerbesteuereinnahmen ein Stück weit jetzt auch sich relativiert. Ansonsten kann ich eigentlich dieser Stadt nichts wirklich Negatives abgewinnen, sonst hätte ich mich dort nicht beworben. Glaube ich nicht. Ihr Problem. nein, das glaube ich nicht. Es gibt in jeder Stadt gibt's, Dinge, und Sie hätten nicht diesen 7-Punkte-Plan, den Sie ja erarbeitet haben und vorgestellt haben, Sie hätten den nicht, wenn Sie nicht der Meinung wären, es gäbe da mehr, abgesehen von der Pro-Kopf-Verschuldung, das man verändern kann. Also sagen wir, dann müssen wir die Frage anders formulieren. Wie soll ich sie denn formulieren? Also welche Chancen und welche Möglichkeiten gibt es denn für Ellwangen in den nächsten 8 Jahren? Ich habe mir folgende Frage für Sie überlegt. Welche Chancen und welche Möglichkeiten gibt es denn für Ellwangen in den nächsten 8 Jahren? Unglaublich viele. Aha, welche? Unglaublich viele, ja. Denken wir einfach mal. Frage, ja, ich muss sagen, also spontan, wie Sie drauf sind, finde ich genial. Wir haben den Zuschlag jetzt bekommen für die Landesgartenschau 2026. Das ist, sage ich mal, eine Jahrhundertchance für Ellwangen, die sich jetzt hier bietet. Inwiefern? Dahingehend, dass wir jetzt in der Lage sind, dieses Image, das Ellwangen durchaus hatte, dann kommen wir vielleicht doch ein bisschen in den Bereich, wo gilt es, was zu verbessern. Früher galt Ellwangen etwas... Es gibt Dinge, die ihm nicht gefallen. Ach was, nein, das kann man so nicht sagen. Aber Ellwangen galt viele Jahre als verschlafene Beamtenstadt. Mhm. Was es definitiv nicht ist. Und die Landesgartenschau wird definitiv ein Impulsgeber sein für diese Stadt, um touristisch, aber auch für die Bürgerschaft, aber auch für alle umliegenden Gäste aus nah und fern, eine neue Qualität der Naherholung, aber auch des Aufenthalts für Ellwangen da zu schaffen. Und das ist eine ganz, ganz große Chance. Es wird viele Infrastrukturprojekte nach sich ziehen. Mhm. Haben Sie schon irgendwas im Kopf, wo Sie sagen, so wird sich Ellwangen verändern? Es wird definitiv so sein, dass wir die Innenstadt zusammen mit diesem neuen Park, der da ein Stück weit dann entstehen wird, verknüpfen wollen. Es wird auch im Bereich der Jagst, die momentan zwar bei uns durchfließt, aber nicht wirklich wahrgenommen wird, es wird erlebbarer gemacht. Es soll da nach der Machbarkeitsstudie, die jetzt eben vorliegt, eine Art Strandbereich geben. Es soll aber auch einen Bereich geben, der
renaturiert werden soll. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die in diesem Zusammenhang erfolgen werden. Und wir werden natürlich auch in diesem Zusammenhang Themen wie zum Beispiel Radwege, Netzausbau vorantreiben, dass wir sämtliche umliegenden Ortschaften im Rahmen des Radwegebauprogramms dann besser anbinden. Alles mit Blick auf 2026. Alles auf 2026. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich weiß zum Beispiel, wie sich Schwäbisch Gmünd vor der Landesgartenschau gewandelt hat. Und deswegen, ich weiß genau, was Sie meinen mit, das ist eine große Chance und wir werden unser Gesicht verändern. Auf der anderen Seite ist so eine Landesgartenschau ja auch, und Sie haben gerade eben schon die Pro-Kopf-Verschuldung angesprochen, selten ein Betrieb, der für große Gewinne sorgt. Lassen Sie es mich so formulieren. Ich glaube, Sie wissen, wo ich hin will. Ja, das mag so ein Stück weit sein. Man steckt unglaublich viel Geld zunächst mal in Infrastruktur. Und wenn man da die wirtschaftliche Berechnung anstellen würde, würde man wahrscheinlich sagen, lass die Landesgartenschau sein. Ja, mag so sein. Man darf aber eins nicht ganz verkennen. Bei allen Infrastrukturmaßnahmen, bei allen Förderprojekten, und es ist so eine Landesgartenschau ein Stück weit auch, ist es in aller Regel so, dass wenn die Stadt investiert und wenn auch Fördergelder dann entsprechend investiert werden, löst es automatisch auch Drittinvestitionen aus. Sprich, private Unternehmer investieren dann genauso vor Ort, investieren dann auch in diese Infrastruktur. Und Sie haben das Beispiel auch eben genannt. Schwäbisch Gmünd war natürlich ein Paradebeispiel, wie Städtebauförderung, wie die teuerste Ortsumfahrung Deutschlands, wie die Landesgartenschau im Prinzip diese Stadt komplett einmal umgekehrt hat und daraus was ganz Positives entstanden ist, das sicherlich zu einer höheren Verschuldung geführt hat, das aber im Nachhinein aber auch viel positive Resonanz in vielfältiger Weise erfahren hat, was auch, wie gesagt, viele Investitionen und auch Nachnutzungen nach sich gezogen hat. Und das war für Gmünd definitiv der richtige Weg. Und wenn man jetzt heute mal schaut, das sage ich auch mal ein bisschen provokativ, die Banken kämpfen jetzt mit Negativzinsen. Also wenn ich jetzt Schulden aufnehme, muss ich ja vielleicht nicht alle Schulden dann zurückzahlen. Das ist ein bisschen überzogen, aber man muss ja sich wirklich einfach mal vor Ort oder vor Augen auch mal führen. Wir haben momentan 22 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen, so viel wie noch nie. Also es boomt auch regelrecht in Ellwangen. Kreditaufnahmen, die in den letzten Jahren geplant waren, wurden nicht vollzogen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir auch noch ein bisschen das Glück des Tüchtigen haben, dass wir bis 2026 einigermaßen diese wirtschaftliche Situation noch haben werden, dass auch die Betriebe weiterhin prosperieren, dass es auch hier entsprechende Gewerbesteuereinnahmen dann auch gibt. Und dann sehe ich das mit dieser, mit dem Thema Verschuldung und auch mit dem, was man investiert, gar nicht so eng. Also das muss sicherlich aber mit Maß und Ziel verfolgt werden. Also die Bewerbung zur Landesgartenschau und dann auch der Prozess dahin war ja vor Ihrer Amtszeit. Genau. Hätten Sie den Prozess auch gestartet? Ellwangen hat es ja schon mal versucht vor etlichen Jahren. Und ich hätte es wieder versucht, ja. Weil ich eben daraus, aus dieser Landesgartenschau, egal mit welcher Stadt Sie eigentlich da in Kontakt treten, bekommen Sie immer ein Feedback zurück. Die Landesgartenschau war ein Gewinn. Ein Gewinn für die Stadt, ein Gewinn für die Menschen vor Ort, ein Gewinn, um überhaupt auch wieder wahrgenommen zu werden. Und diese Landesgartenschau hat ja nicht nur den Charakter, dass man ein halbes Jahr lang ein guter Gastgeber ist, sondern es soll ja daraus im Nachgang ein positiver Effekt für die Stadt daraus dann auch entstehen und eben für die Bürgerschaft, aber auch eben für Leute, die eben dann nach Ellwangen kommen und auch Ellwangen besuchen wollen, auch touristisch betrachtet. Und Image. Und auch das Image der Stadt, das möchte ich, und das habe ich mir im Wahlkampf auch auf die Fahne geschrieben, dahingehend verändern, dass wir vor allem auch junge Leute wieder in die Region ziehen. Denn das sind auch so Tendenzen, die wir leider ein bisschen erfahren müssen. Der ländliche Raum, vor allem wir haben eine Arbeitslosenquote von 1,5%. Wir haben ein Riesenproblem momentan, oder die Firmen haben ein Riesenproblem, Fachkräfte zu bekommen. Aber um junge Menschen in die Region, in die Stadt zu bekommen oder sie da zu halten, hilft so eine Landesgartenschau wahrscheinlich relativ wenig. Da ist es sicherlich so, dass das nicht der entscheidende Punkt sein wird. Aber diese Landesgartenschau hat zumindest mal insofern einen positiven Effekt, dass wir uns im Rahmen dieser Umsetzung auch mit der Frage auseinandersetzen, wie sich die Stadt bei den Veranstaltungen, wie sich die Stadt bei den vorhandenen Wahrzeichen, wir haben ein Schloss, wir haben Schönenberg, wo man dann verschiedene Locations dann auch hat, wo man vielleicht auch kulturelle Events dann auch etabliert. Wir haben zum Beispiel ein Luftschloss, das machen ehrenamtlich 70, 80 Jugendliche immer im Rahmen der Heimattage.
Da kommen verschiedene Bands und solche Veranstaltungen werden von diesen Jugendlichen und von den jungen Menschen gerne angenommen. Die sagen aber auch klipp und klar, von dem sollte es eigentlich viel, viel mehr geben. Und die Landesgartenschau kann ein Element dazu sein, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und das Thema dann auch zu etablieren und auch zu verstetigen. Wünschenswert für uns wäre natürlich, junge Leute in der Raumschaft zu halten, wenn wir eine Hochschule hätten. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich in den nächsten Jahren auch befassen möchte, neben der Landesgartenschau. Hochschulstandort Ellwangen? Ja, klingt vielleicht ein bisschen vermessen und ein bisschen hochtrabend, aber als Außenstelle durchaus denkbar. Wenn ich jetzt an Städte wie Schwäbisch Hall denke, wenn ich an Städte wie Künzelsau denke, die jeweils eine Außenstelle von der Fachhochschule in Heilbronn haben. Warum soll es nicht einen Hochschulstandort in Ellwangen geben? Die Voraussetzungen, die räumlichen, wären da. Im Bereich der ehemaligen Reinhardt-Kaserne haben wir eigentlich einen wunderbaren Bildungscampus, auf dem man verschiedene Einrichtungen, Bildungseinrichtungen etablieren könnte. Zwei sind mehr oder minder da, also die EATA, Europäische Transferakademie, und eben dann noch das Thema Gesundheitsakademie soll ja dort auch verortet werden. Und wenn man dann noch eine Hochschule als Außenstelle mitbekäme, die, und das wird dann die spannende Frage sein, mit welchen Studiengängen das Ganze dann auch belegt sein soll, wenn man sowas natürlich etablieren könnte für Ellwangen, wäre das auch eine gute Antwort auf die Frage, wie können wir junge Menschen und wie können wir junge Leute in der Stadt halten und damit dann auch gepaart, welches Programm müssen wir dann auch diesen dann auch kulturell dann auch bieten. Also große Ziele, ich glaube, das können wir schon mal so festhalten. Mhm. Über den 7-Punkte-Plan müssen wir immer noch sprechen, das machen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie bei uns. Angebote so vielfältig wie die Menschen. Automobile Vielfalt. Bei Ihrem Autohaus Seiler. Autohaus Seiler, Ihr Peugeot-Vertragshändler. Herrlinger Straße in Ulm-Söflingen. Auf ein Bier mit von der Burg Katzenstein. Heute mit Michael Dambacher, dem neuen Oberbürgermeister von Ellwangen. Wir haben gerade schon auf 2026 geguckt. Dann ist die Landesgartenschau bei Ihnen in der Stadt. Ihr Plan geht allerdings weiter in die Zukunft, nämlich 2040. Mit 2040 beschäftigen Sie sich in Ihrem 7-Punkte-Plan. Was hat es damit auf sich? Letztendlich geht es mir darum, dass man sich eine längerfristig angelegte Vision eigentlich zulegen muss. Wollen Sie die Stadt so lange begleiten? Wenn ich es physisch und körperlich kann und vom Alter her müsste ich jetzt hochrechnen, wird eng. 21 Jahre. Wird eng, ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. Ich muss erst mal nachschauen, wie alt Sie sind. Ich wurde erst 40. 72 sind Sie. 40. Nein. Nein, 72 sind Sie geboren. Nein, 79. Jetzt machen Sie mich nicht zu alt. Das wird hart. Ach, Moment. Jetzt. ich nehme mal einen Schluck hier. Hier steht, Ellwangen ist seit dem 1. Februar 72 eine große Kreisstadt. Wer lesen kann, ist klar im ich Vorteil. Ich hatte diese Jahreszahl gesehen und dachte, da geht es jetzt um Sie. Also ich muss sagen, 7 Jahre alt, das sieht man doch, dass Entschuldigen ich Sie, junger bitte. Hüpfer bin. Ich nehme alles zurück. Also, Sie möchten diese Stadt gerne noch 21 Jahre begleiten. Und was hat es jetzt mit diesen 7 Punkten bis dahin auf sich? Also ich sage jetzt einfach mal, diese 7 Punkte, das sind ja verschiedene Bereiche, die Themenbereiche, die es in dieser Zeit einfach umzusetzen gilt. Nämlich? Jetzt kommen Sie mir bitte nicht so, meine ganzen Sie 7 Punkte. Sie haben es doch aufgeschrieben. Ja, aber ich habe so mein Wahlprogramm jetzt nicht alles mit dabei. Wollen Sie wirklich mein komplettes 7-Punkte-Programm? Sehen Sie, das ist Politik. Ne? Da macht man ein Wahlprogramm. Machen wir einfach. Und dann wird man gewählt. So. Sie wollten vorhin nichts von mir hören zum Thema Tourismus. Und dann weiß man nämlich plötzlich gar nicht mehr, was da im Wahlprogramm stand. So läuft's. Ich weiß einen Punkt auf jeden Fall schon einen mal. Einen wissen Sie, sehr gut. Welcher ist das? Das ist die Stärkung meiner Ortsteile. Okay. Und was haben Sie denn vor mit Ihren Ortsteilen? Letzten Endes soll eines passieren. Es soll... Und das war auch die ganz, ganz große Furcht, auch immer im Wahlkampf, weil wir eben die Landesgartenschau haben, weil wir das Thema Konversion haben, weil wir das Thema Gebietsentwicklung haben, dass alle drumherum dann quasi vernachlässigt werden und dass es da auch nicht dann weitergeht. Und das muss man an der Stelle auch sagen, Ellwangen zeichnet sich eben dadurch aus, dass 12.500 Einwohner in der Stadt wohnen und 12.500 Einwohner auf dem Land und sprich in den Ortschaften drumherum. Und die Entwicklung muss natürlich auch in den Ortschaften draußen weitergehen. Also was zum Beispiel auch Teil dieses 7-Punkte-Programms ist, ist das Thema Baugebietsentwicklung. Wir haben momentan, und das wird auch eine Herausforderung werden in den nächsten Jahren,
mit dieser Konversionsfläche, sprich mit diesem alten Bundeswehrgelände, eine entwickelbare Fläche für die Stadt, wo wir einen kompletten neuen Stadtteil entwickeln können. Ist das das Lehrgelände? Das, mitunter auch, ja. Landeserstaufnahmestelle. Landeserstaufnahmestelle, aber darüber hinaus eben auch noch dieser alte technische Bereich, in dem die Insteinheiten, also die Instandhaltungseinheiten vom Transportbataillon zum Beispiel untergebracht waren und eben dieser Bildungscampus, dieser historische Bereich. Es sind rund 46 Hektar Fläche, die es zu entwickeln gilt. Und jetzt stehen wir natürlich ein bisschen in dem Dilemma, einerseits einen neuen Stadtteil zu entwickeln, andererseits die Forderung, der Wunsch der umliegenden Ortschaften, auch hier weiterhin für die Kinder, die nachkommen, auch entsprechende Baugebiete zu entwickeln. Das wird eine hehre Aufgabe werden, wird man aber auch hinkriegen. Und damit verbunden ist natürlich dann auch das Thema Kinder und Jugendliche, Thema Kindergarten, dass natürlich die dezentralen Einheiten alle erhalten bleiben, das Thema Schule, dass die Grundschulen auch in den Ortschaften auch erhalten bleiben. Also nach dem Slogan, den es früher mal gab, kurze Beine, kurze Wege. Jetzt waren Sie ja vorher schon Bürgermeister einer kleineren Gemeinde. Insofern können Sie die Frage beantworten, auch wenn Sie noch nicht so lange Oberbürgermeister sind. Wie schwierig ist es denn am Ende auch, es allen recht machen zu wollen? Das geht nicht. Und zu müssen? Ich sage immer, man muss es der Mehrheit recht machen. Also es allen recht zu tun, ist eine Kunst, die keiner kann. Es gibt ja diesen schönen Spruch da dazu. Man muss sicherlich, und das denke ich mal, ist auch so das Thema in den nächsten Jahren, sicherlich bei vielen Themen Kompromisse eingehen. Mhm. Inwieweit diese Kompromissbereitschaft bei den Leuten da ist, das wird sich zeigen. Ich habe erst heute oder eigentlich vor 2 Stunden eine Unterschriftenliste bekommen, 300 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus umliegenden Ortschaften, die sich gegen eine ganz bestimmte Gewerbegebietsentwicklung aussprechen. Und das sind jetzt eben so da die Themen, wo wir natürlich einerseits den Druck haben, wir brauchen Gewerbeflächen. Wegen Gewerbesteuer. Wegen Gewerbesteuer, auch weil unsere Betriebe vor Ort einfach wachsen, die brauchen Fläche. Andererseits haben wir natürlich dann die entsprechenden Anwohner, die nicht sonderlich begeistert sind, wenn ein Industriegebiet immer näher an sie heranrückt. 300, da lächeln Sie doch müde und sagen 300, vielen Dank, wo ist der Papierkorb? Nein, um Gottes Willen, nein. So würden Sie es vielleicht machen. So würde ich es machen. Wenn ich noch Oberbürgermeister, ich mache es genauso. Der 300 ist ja eine vernachlässigbare Größe in der Stadt mit 26.000 Einwohnern. Knapp 26, also 25 genau. Ja und nein. Also ich sage jetzt einfach mal, jeder Ortsteil hat seine Daseinsberechtigung und jeder Ortsteil wird genauso von mir ernst genommen. Mhm. Das sind jetzt mal 300, die unterschrieben haben. Und dahinter stecken aber noch weitere Familien, Multiplikatoren und diese Belange, die nehme ich da genauso ernst, wie wenn es nur 10 Unterschriften wären. Wir lassen das Ganze mit einfließen in die Planungen. Was dann aber unterm Strich rauskommt und ob das, was wir dann im Gemeinderat dann beschließen, es gibt ein öffentliches Bebauungsplanverfahren, wird sicherlich dann nicht allen 100% dann gefallen. Aber das ist genau der Punkt. Man kann es leider nicht allen recht machen. Also man kann es nicht allen recht machen. Man muss sich überlegen, wohin soll sich die Stadt in Zukunft entwickeln. Man löst eigentlich die ganze Zeit nur Probleme. Und wenn es nicht klappt, sind die Leute unzufrieden. Macht es Spaß, Bürgermeister zu sein? Wenn Sie so beschreiben, ja. lassen wir einfach mal das Wort Probleme weg und definieren es einfach mal als Aufgaben. Ich glaube, es ist immer Aufgabe und eine Kommune, ob klein oder ob groß, ist nie fertig. Also man hat immer irgendwelche Aufgaben, sei es die große Politik, die einem die U3-Betreuung aufs Auge drückt und sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass der Kindergartenplatzanspruch für Kinder unter 3 umgesetzt wird. Da fragt man auch niemand, man muss es halt dann eben tun. Es sind Aufgaben, die man sich stellen muss. Auch das Thema Flüchtlingsaufnahme war für alle Kommunen. Und ich sage jetzt mal, Ellwangen hat da sicherlich eine spezielle Rolle eingenommen mit dieser Landeserstaufnahmeeinrichtung, aber auch ich als Bürgermeister einer kleinen Kommune habe meinen Beitrag im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und auch im Rahmen der Anschlussunterbringung genauso geleistet, habe auch für eine Kommune mit 3.100 Einwohnern knapp 50 Flüchtlinge dann quasi mit untergebracht. Und das sind alles Dinge, das sind Aufgaben, die ich nicht als Problem bezeichnen würde, sondern das sind Aufgaben, die man halt einfach lösen muss. Man muss irgendwie schauen, wie man es halt gebacken kriegt, dass das Ding dann einigermaßen gut läuft und jeder sich wohlfühlt. Ich habe die Frage noch nicht vergessen, ich stelle sie gleich nochmal. Aber vorher habe ich eine Zwischenfrage. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich meine sie tatsächlich ernst. Politiker sprechen nie von Problemen. Gibt es irgendwo, gehen Sie alle mal auf die Politikerschule und lernen Problem nicht sagen, dafür Aufgabe? Nein, also ich war auf keiner Politikerschule, nein. Gottes Willen, nein. Ich bin zunächst mal Verwaltungs-
Mensch, habe eine Verwaltungsfachausbildung genießen dürfen, habe sicherlich die ein oder andere kommunalpolitische Erfahrung in jungen Jahren sammeln dürfen, aber ich finde einfach, es ist eine Einstellungssache. Wir haben mittlerweile, und das sage ich jetzt einfach mal als Bürgermeister einer 3.100-Seelen-Gemeinde und jetzt als Oberbürgermeister mit knapp 25.000 Seelen, Leute kommen immer mit Problemen zu einem und es wird eigentlich, also man wird nie gelobt. Das ist so. Man hört eigentlich immer nur, was alles nicht läuft. Wenn man dann die Einstellung annimmt, dass man nur problembeladen ist, dann macht der Job einem sicherlich nicht Spaß. Ich sehe es einfach anders. Es ist eine Einstellungssache, dass man sagt, es sind Aufgaben, die sich stellen, es sind Aufgaben, die aus der Bürgerschaft kommen, Aufgaben, die einem die große Politik auch stellt. Und wir müssen einfach dann schauen, dass wir Verwaltung zusammen mit Gemeinderat pragmatische Lösungen dann eben auch umsetzen, sodass wir das, was gefordert wurde, dann auch zum Wohle der Bürgerschaft, aber auch, wie es eben der Bund in Form von und auch Land in Form von Gesetzen vorgeben, dann auch umsetzen. Und ich würde es jetzt nicht als Problem damit sein. Wie gesagt, es sind jedes Mal Herausforderungen, dann nehmen wir einfach mal das Wort Herausforderung, denen wir uns dann einfach zu stellen haben. Und mal gelingt es mehr und mal gelingt es halt weniger. Also stelle ich die Frage nochmal. Wie viel Spaß macht es, Oberbürgermeister zu sein oder Bürgermeister? Riesig. Ich sage immer, das ist der schönste Beruf, den man sich nur erträumen kann. Sie können im Grunde, toll. Ja, ich finde ihren auch toll. Also unbestritten. Ne? Unbestritten. Aber ich sage einfach mal, eins können Sie nicht und das kann ich. Ich bin sehr gespannt. Leute verheiraten, standesamtliche Trauungen abhalten. Das können Sie vielleicht als Gastredner dann auch tun, wissen aber ich sage jetzt einmal rechtswirksam. Wissen Leute. Sie, wann mir mein Job keinen Spaß macht? Wenn ich merke, mein Gegenüber hat recht und ich komme nicht dagegen an. Okay, dann ist jetzt die Zeit schon um, oder es wie? Ist jetzt soweit. Wann macht Ihnen Ihr Job keinen Spaß? Wann? Ja. Also ich sage jetzt... Montagmorgens. Nee. Nee. Also ich habe keinen Wochentag, würde ich jetzt auch gar nicht... also mir macht der Job Spaß, sonst würde ich ihn wirklich nicht... Aber es gibt ja auch Dinge, die machen keinen Spaß in jedem Job. Natürlich gibt es Dinge, die einem was vielleicht ist nicht ganz so liegen. Was ist beim Bürgermeister oder Oberbürgermeister? Ich bin ganz offen und ehrlich, und da habe ich es jetzt einfacher als Oberbürgermeister, Aktenvermerke zu schreiben. Früher war ich als Bürgermeister einer kleineren Gemeinde natürlich auch sehr viel sachbearbeitend tätig und Protokolle schreiben hasse ich. Dafür haben Sie jetzt jemanden. Dafür habe ich jetzt jemanden. Sehr gut. Problem gelöst, wenn wir es jetzt in Ihren Worten nehmen wollen. Ja. Herausforderung gelöst. Wie war das? Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende dieser Sendung, aber das möchte ich zum Ende noch wissen. Wie war das, als Sie am Ende der Stichwahl mitbekommen haben, Sie haben mehr Stimmen als der Kontrahent? Am Ende. Also ich hatte die App, insofern war ich schon relativ rechtzeitig davor schon informiert, dass es reichen müsste. Was heißt die App? Sie haben eine... Es gab eine Wahl-App. Aha. An der konnte man eigentlich entnehmen, wie die Wahlbezirke gewählt haben. Das heißt, Sie wussten schon vor dem offiziellen Ergebnis, dass es gut läuft? Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Gut. Nee, es war insofern natürlich, also eine gewisse Anspannung geht verloren. Man kann es dann fast schon ein Stück weit genießen, weil man wirklich ein halbes Jahr lang diese, ich möchte es fast schon als Affentour dann eigentlich bezeichnen, dann macht. Man hat den normalen Job eines Bürgermeisters, hat da entsprechende Verpflichtungen. Und dann hat man einfach dieses Programm, dass man dann wirklich ein halbes Jahr dann von Januar bis Juni dann absolviert. Da geht einem schon viel Last dann auch von den Schultern. Und natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die Anstrengungen, die man unternommen hat, dass die jetzt Früchte tragen und dass man auch die Chance hat und auch das Vertrauen einem ausgesprochen wird, was einem ja auch nicht immer tagtäglich passiert, dass in dem Fall nicht eine unbeträchtliche Anzahl Menschen es einem zutraut, dieses Amt auszufüllen und dann auch im Sinne der Bürgerschaft dann auch für die nächsten 8 Jahre dann auch so zu führen. Diese große Freude nehmen wir, um uns in den Abend zu verabschieden. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns 2040. Wieder, da komme ich nach Ellwangen. Gut. Und wir trinken Espresso auf dem Marktplatz. Wunderbar, machen wir. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. So. Ganz vielen Dank an Sie, Dankeschön fürs Zusehen. Kommende Woche sehen wir uns wieder. Dankeschön und einen schönen Abend. Okay.
mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.